Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr im Titel schon gelesen habt, ranken wir heute alle bisherigen Collabs und der Attack on Titan Rerun ist auch mit einberechnet. Es bockt sich jetzt richtig für mich, weil ich spiele ja seit Release, für euch wahrscheinlich auch. Ich spiele ja seit Release und ich habe jeden Collab miterlebt. Ich kann also von meinen eigenen hier Eindrücken erzählen, wie das so war und sowas. Und es wird halt richtig geil einfach sein, wieder in die Nostalgie reinzufallen und so. Und halt ein paar Fails zu zeigen. Ich habe auch bei einigen Collabs schon Videos gemacht. Und ja, ich würde einfach sagen, fangen wir direkt mal an. Das ist, wie gesagt, wollte ich nur mal sagen, noch meine Meinung zu den Collabs. Das ist, wie ich sie aufgenommen habe, wie ich sie finde. Und auch natürlich, wie ich den Anime finde. Wenn der Anime mich nicht interessiert, dann ist es beim Collab schon sehr down. Dann ist es schon sehr down. Aber natürlich kompensiere ich das und gucke wirklich, wie gut war das. Weil auch wenn jetzt Attack on Titan mein Lieblingsanime wäre, okay, und der Rerun ist jetzt relativ schlecht, und ein anderer Anime ist, den mag ich gar nicht, aber der Rerun oder der neue Collab war richtig gut, dann muss ich das natürlich mit einberechnen und sagen, nee, ich mag den Anime zwar nicht, aber das Collab war sehr gut. Wir fangen jetzt aber auch tatsächlich mal direkt an mit einem Collab, wo ihr mir vielleicht nicht richtig zustimmt. Ich würde auch, wobei fangen wir einfach direkt von da an. Fangen wir von Anfang an. Attack on Titan Collab, das erste. Ich fand's sehr, sehr nice. Ich fand's sehr, sehr nice. Es kam einfach so plopp, kam der angekündigt, ey, Attack on Titan Collab. Und das fand ich sehr crazy. Das fand ich sehr crazy. Anfangszeit zu Grand Cross hat man sowas nie gedacht. Man hat es vielleicht einmal so gesehen, man hat sich gedacht, ah, vielleicht kommt da was, vielleicht kommt da was. Und dann Attack on Titan hat man niemals gedacht. Deswegen, ich finde, man kann Attack on Titan Collab den ersten nice geben. Es kam ein neuer Raid raus. Es kamen drei neue Charaktere raus. Es kam so einiges raus. Deswegen bin ich der Meinung, dass man AOT Collab hier in Nice rein machen kann. Aber was ich noch sagen wollte, schreibt mir auch in die Kommentare, wie ihr hier die Collabs ranken würdet. Nehmt genau die Collabs, die ich hier habe. Ihr könnt auch einfach auf diese Seite gehen, Tierlist Maker, und dann selber eure Tierlist machen und auf Twitter posten und mich markieren. Aber mich würde ehrlich interessieren, wie euer Rank ist. Wie gesagt, meine Meinung, ihr müsst mir nicht zustimmen, aber ich finde es einfach so. Ich fand den ersten AOT-Collab sehr, sehr nice. Dann gehen wir jetzt mit 11 rein. Ich muss sagen, ich muss tatsächlich sagen, Stranger Things habe ich nicht, also mit Stranger Things habe ich wirklich nichts am Hut. Mit Stranger Things habe ich wirklich nichts am Hut. Ich bin davor, es in LMAO oder Trash reinzupacken, aber ich glaube, packe es wirklich in LMAO rein. Ich glaube wirklich, ich packe es in LMAO rein, weil ich fand Stranger Things so random. Es ist kein Anime. Und die Charaktere sind ja auch keine animierten Charaktere, sind ja Real-Life-Charaktere. Und die dann irgendwie versuchen, gezwungenermaßen reinzubringen ins Game. Und halt, der Collab an sich mit den ganzen Dinger und den ganzen Events war halt auch nicht das Wahre. War halt auch nicht das Wahre, war nicht geil, war nicht, also war auch nicht nur ein bisschen schlecht. Nein, es war schon meiner Meinung nach gar nicht mal so richtig geil. Einzigste, was ich an dem Collab mag, ist 11, weil 11 hat mir ein bisschen Spaß gemacht mit ihren Resistance-Buff. Also man hat sie ja mit Droll gespielt, der hat ein bisschen Dinger die Gegner die ganze Zeit Resistance gegeben mit seinem Gebot. Und je mehr Resistance die Gegner hatten, desto mehr Schaden habt ihr mit 11 gemacht. Jetzt kommen wir zu einem Collab, wo ich wirklich hier in meinem Herzen ein bisschen verbunden bin mit diesem Collab, nämlich ReZero der Erste. ReZero der Erste Collab, da habe ich bereits Videos gemacht und da war auch mein erstes oder zweites Summon-Video auf dem Kanal, auf diesem Kanal hier. Da hatte ich noch 20 Abonnenten oder sowas. Und zu sehen jetzt, dass ich jetzt fast 500 Abonnenten geknackt habe und wir auf die 1000 zugehen, und ich glaube auch, dass wir das schaffen werden, also mit eurer Hilfe easy, wie es bisher läuft. Und was ich da gemacht habe beim ReZero Collab, war schon geil. Ich pack's für mich hier in Nice rein. Für nicht jeden ist es nice, aber ich finde, es ist sehr, ist schon sehr, sehr gut gewesen. Es ist schon sehr, sehr gut gewesen. Geisteskrank, nein. Geisteskrank haben wir wirklich nur zwei Collabs, die wirklich sehr geisteskrank gewesen sind. Aber ich finde ReZero der erste, einfach auch wegen meinen Dinger, wegen meiner Nostalgie, wegen meinem Nostalgie-Feeling. Erstes Summon-Video, was ich rausgebracht habe. Dann habe ich dann noch 200 € reingepayt, hat man auch im Summon-Video reingesehen. Das erste Mal 200 € reingepayt und dann auch nie wieder Geld ausgegeben im Grand Cross. Fand ich schon sehr, sehr cool. Ich habe da natürlich gewollt, Emilia auf 6x gewollt, aber habe sie leider nicht bekommen. Ich glaube, ich habe sie maximal 3-6 jetzt. Ich habe sie auch im ReZero Rerun nicht nochmal gezogen. Also habe ich sie wirklich, ich glaube, doch, wobei einmal habe ich sie gezogen, aber auch nicht mehr. Und ja, was sie mit ihrem Holy Relic gemacht haben, war schon sehr frech, aber
Ist halt so. Aber für mich definitiv ein nicer Collab gewesen mit dem neuen Raid, den es da gab. Die Story war krank. Also meiner Meinung nach war die Story krank. Ich musste sie zwar oft wiederholen, aber das war ja das Gimmick von ReZero. Weil Subaru stirbt ja, wiederholt es wieder. Stirbt ja, wiederholt es wieder. Stirbt, macht eine andere Story, weißt du? Und das fand ich relativ cool, die Aufmachung. Irgendwann hat es natürlich genervt, aber ich fand es eigentlich relativ cool, die Idee dahinter. Deswegen im nicen Rank. Jetzt kommen wir zu einem Collab, wo ich sagen muss, schwierig, schwierig. Es ist kein richtiger Anime-Collab, denn es ist ein Game von Netmarble, KOF. Ich glaube King of Fighters oder so heißt es offiziell. Und ich weiß nicht. Collab war definitiv nicht sehr schlecht. Also in Trash packe ich es nicht rein und auch in LMAO nicht. Garantiert nicht. Aber ich würde es auch eher ungern in Nice reinpacken. Weil ich habe diesen Collab einfach nicht gefühlt und deswegen bin ich der Meinung, dass es in Ordnung reinkommen soll. Es ist nicht schlecht, ist aber auch nicht sehr, sehr gut gewesen. Deswegen ist es in Ordnung gewesen, kann man nehmen, kann man mitnehmen, definitiv. Aber höher würde ich es nicht ranken, weil mir haben die Charaktere nicht so gefallen. Ich habe auch Kyo gar nicht gezogen. Irgendwie war da noch Green Gopher in dem Banner drin, was gar keinen Sinn gemacht hat. Aber für alle natürlich, die Green Gopher da im Banner gezogen haben, Glückwunsch. Ich habe ihn leider da nicht gezogen, aber für alle, die den da gezogen haben, Glückwunsch. Aber ich habe es einfach nicht gefühlt, diese Aufmachung von dem Collab. Ich habe es einfach wirklich nicht gefühlt. Also wenn man es vergleicht mit Hero Zero, dann ist es ein Weltenunterschied, ein Weltenunterschied. Deswegen auch unter ReZero. Auch wenn manche von euch jetzt sagen, Rugal und Kyo waren sehr geile Charaktere, die man in PvP und PvE benutzen konnte. Bin ich teils der Meinung, natürlich Rugal mit Blue Demon Valley und Lilia war schon sehr stark, diese Team-Comp. Aber ich finde halt einfach, wie gesagt, meine Meinung und es passt einfach, also es hat einfach für mich nicht die ganze Situation reingepasst. KOF, also wenn KOF noch einen Rerun bekommen würde, wäre sehr cool, aber da müssten die mehr Events reinbringen, weil da kommen wenige Events. Es ist ein Boss, Rugal, der immer da war und der wie ein Final Boss aussah, aber nicht besonders stark war und kein besonderes Gimmick hatte und sowas und auch nicht mehr. Deswegen ist nur bei mir in dem in Ordnung Rank. Jetzt kommen wir zu einem Collab, wo ich auch sehr viel Spaß drin hatte. Aber, wo man auch einfach sagen muss, er war gar nicht so gut, der Collab. Er war wirklich nicht so gut. Deswegen kommt Slime nicht in Trash, nicht in LMAO, sondern auch in Ordnung. Erster Slime-Collab, finde ich, war nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Aber ich fand den nicht besonders, weil das war auch einer der ersten Collabs mit Attack on Titan und die wussten noch nicht natürlich, was machen wir jetzt genau rein? Machen wir das rein? Wie machen wir das rein? Machen wir da so viele Events rein? Oder ist es zu viel? Machen wir das rein? Machen wir so rein? Free Charakter da, Free Charakter da. Und die Charaktere waren nicht besonders. Die Charaktere waren nicht besonders stark. Die konnte man kaum benutzen, PP. Ich glaube, Benimaru konnte man manchmal benutzen. Und den Rimuru nicht oft. Definitiv nicht oft, aber man konnte ihn eigentlich ein bisschen benutzen. Aber wirklich nicht oft. Deswegen finde ich in Ordnung eigentlich schon relativ passend für diesen Collab. Denn sein Rerun hat das alles komplett umhergeworfen und läuft über LMAO, über Trash, über in Ordnung, über Nice in den geisteskrank Rank. Wirklich. Slime Rerun war einer der besten Collabs, die wir jemals bekommen haben in Grand Cross. Muss ich einfach sagen, Slime Rerun, Charaktere Shuna, Rimuru. Sehr starke Charaktere. Shuna ist ein bisschen abgefallen. Ja, mag sein. Rimuru war ein halbes Jahr lang noch meta-relevant. Ein halbes Jahr lang. Wir schaffen nicht viele Collab-Charaktere. All diese Collab-Charaktere. 2 Monate war sie weg. Die waren nicht mein PvP, aber der Collab war gut. War nicht im PvP. War ein bisschen im PvP. Den kann man, Kyo kann man tatsächlich noch, kann man tatsächlich noch ein bisschen spielen. Auch in Dinger PvE kann man den gut spielen. Aber sonst nicht. Ein Monat vielleicht, eine Woche, 2 Wochen vielleicht. Aber Slime, also Rimuru, der hat sich gehalten. Der hat sich richtig gut gehalten. Den konntest du so geil spielen in Unknown. Einfach in Full Power mit Traitor Melee. Einfach mit einem Counter, Dinger. Mit einer Counter Unit und Ult Rushen. Das habe ich zum Beispiel sehr gerne gemacht. Ihr habt ja meine Sam Video gesehen, da habe ich ja auch schon Videos gemacht. Ihr habt ja mein Sam Video gesehen, ich habe Rimuru 6-6 bekommen. Seine 6-6 Ultimate war crazy. Seine 6-6 Ultimate war crazy. Also wirklich. Zu dem Zeitpunkt die beste Ultimate, die wir jemals hatten in Grand Cross, wo die herausgekommen ist. Die ist noch immer sehr stark. Ey, wirklich, wenn ich jetzt in PvP reingehen würde mit meiner Ultimate von Rimuru und der Gegner mich ihn ulten lässt, ohne Tamil-Link, ohne Tamil-Fähigkeiten-Block,
Der Gegner wird sterben. Der Gegner wird hundertprozentig sterben mit der Ultimate. Die Ultimate macht so viel Schaden. Natürlich, der Aufpraller von der Ultimate nicht so viel Schaden, aber in dem Turn von dem Gegner, wo es gerade zum Turn geht, die Bubbles. Bro, Rimuru ist sehr, sehr krank. Natürlich, nachdem Essarossa rausgekommen ist, bisschen abgefallen, weil Essarossa einen Buff nimmt, genau wenn du angreifst, und Rimuru nimmt einen Buff von dem Gegner und gibt sich einen Buff selber, aber da er den Buff wieder wegnimmt, Essarossa hat Rimuru keinen Buff bekommen, macht weniger Damage. Deshalb, da hat Essarossa schon Rimuru ein bisschen hochgenommen, aber Rimuru konnte man tatsächlich trotzdem noch ein bisschen im PvP spielen. Und ich warte wirklich zu dem Zeitpunkt, wenn der einen Ally bekommt, wird es wirklich krank werden. Für alle, die ihn 6-6 haben, wird es wirklich krank werden. Also wirklich, muss ich einfach sagen. Dann überspringen wir mal Echidna, weil dazu kommen wir gleich, seht ihr den dann. Shield Hero. Shield Hero ist wirklich, sorry, Shield Hero ist wirklich geil. Also ihr habt wirklich alle gesagt, Shield Hero war schlechter Collab. Nein. Shield Hero war kein, also Shield Hero war wirklich kein schlechter Collab. Shield Hero war ein in Ordnung Collab. Er war kein Nicer, er war aber auch kein schlecht, also kein Trasher. Er war ein Collab, der in Ordnung war. Mehr kann man dazu aber auch nicht sagen. Man muss sagen, wenn man wirklich nochmal, sorry, ich werde krank, Alter, muss ich, das ist wirklich, ich muss zum Arzt gehen. Wenn man nur Kizuna mit einberechnet, Kizuna würde ganz hier oben sein. Aber weil wir ja Collabs berechnen, Collab Overall ist nur in Ordnung. Collab Overall ist nur in Ordnung. Keine besondere Story. Oder ich habe überhaupt Story bekommen. Ich kann doch, doch, klar, wir haben Story bekommen. Keine besondere Story. Charaktere sind in Ordnung gewesen. Ich finde, Philo und hier Naofumi die besten zwei. Ich finde, Raftalia ist ein bisschen gedroppt. Schnell, nach einer Woche, 2 Wochen ist es schon weg gewesen aus PvP. Aber ich finde, Naofumi und Philo haben sich richtig gut gehalten. Und Philo kann man jetzt sogar noch im PvP spielen. Kann man jetzt, ich wisst ihr was? Ich rank den nach oben einfach aus dem Grund, dass man. Hier, man kann den sogar noch mit Transcendent Bann oder Elec-Dinger spielen. Eller Escanor. Philo kann man noch in Unknown spielen. Und Kizuna ist noch sehr, sehr PvE-relevant. Also wirklich. Kommt einfach in Nice rein. Wenn ich es mir jetzt genau überlege, Collab war sehr gut, hat uns gute Charaktere geboten. Story war in Ordnung. Aber einfach, weil er uns sehr gute Charaktere geboten hat, mache ich ihn hier nach oben. Vielleicht wird sein Rerun ja viel besser, weil ich glaube schon, dass wir einen Shield Hero Rerun bekommen. Dann gehen wir jetzt mal zum KOF Rerun. Und da sage ich euch klipp und klar, vielleicht werdet ihr mit mir disagreeen, aber das kommt in Trash rein. Ich habe dieses Collab gar nicht gefühlt. Ich mag die Charaktere nicht, die neu dazugekommen sind. Und ich mag einfach die Aufmachung, wie die es gemacht haben. Da kam nichts Neues, also wirklich kaum was Neues kam da rein. Holy Relics waren das erste Mal für Collab-Charaktere da, aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Das war das Einzige, was die gut hier eingebracht haben beim KOF Rerun, dass die Holy Relics reingebracht haben für die Collab-Charaktere, die man auch for free bekommt. Aber ich fand die Aufmachung von diesem Collab sehr, sehr schwach. Sehr, sehr schwach. Deswegen kommt er wirklich in Trash rein. Deswegen kommt er wirklich in Trash rein. Mehr kann ich aber dazu auch gar nicht mal sagen, weil ich habe tatsächlich auch gar nicht aktiv gespielt zu der Zeit, wo der Collab rausgekommen ist. In allen anderen Zeiten habe ich aktiv gespielt, aber zu der Zeit, wo dieser Collab rausgekommen ist, habe ich nicht aktiv gespielt. Ich bin dann reingegangen, habe geguckt, was Collab rausgebracht hat, aber war nichts. War legit nichts. Deswegen meine Meinung so. Dann machen wir jetzt Echidna tatsächlich jetzt schon. Wir haben sie ja übersprungen. Und wir haben sie übersprungen, weil sie mit dem Slime-Collab, mit dem Slime-Rerun ganz oben in Geisteskrank stehen. Ich wollte nicht beide Geisteskrank gleichzeitig machen. Ich muss einfach sagen, Slime-Rerun und ReZero-Rerun. Geisteskrankste Reruns, die wir bekommen haben bisher. Oder auch allgemein geisteskrankste Collabs. Charaktere, die uns geboten wurden, krank. Gleiche, was ich bei ReZero gesagt habe, die Story. Für die, die neu angefangen haben, diese Story von Tsuburo zu spielen, dass du stirbst und wieder den gleichen Strang machst, nur mit ein paar Veränderungen. Du stirbst, wiederholst es, du stirbst, wiederholst es. Sehr, sehr solide, sehr, sehr solide. Und einfach die Aufmachung oder wie lange einfach die Charaktere sich gehalten haben. Im PvE kannst du Reinhardt tatsächlich noch ein bisschen ein paar Mal spielen. Im Tower war er sehr gut, Reinhardt. Oder allgemein im PvE ist er eigentlich noch sehr, sehr nice. Kann man in Final Bossen spielen, in Event Towern kann man den spielen, in Event Bossen kann man den spielen. Finde ich eigentlich sehr, sehr in Ordnung. Wo ich sagen muss, dass, also Reinhardt war zu seiner Zeit Meta. Wirklich, als er rauskam, war er Meta, er war sehr stark. Und er ist auch nicht abgeflacht. Ich glaube, nach 3 Monaten erst sogar ist er schwächer geworden. Aber eine, die dann nach 3 Monaten krank geworden ist, die war auch schon vorher gut, aber nach 3 Monaten ist sie dann krank geworden, Echidna. Echidna ist jetzt, kannst du jetzt noch spielen, PvP, mit Philo und
Dinger, du kannst Philo, Echidna und Tyr spielen oder Philo, Echidna und die Festival Merlin und dadurch natürlich Echidna nochmal hochgestiegen von dem Usage her, weil die Festival Merlin ja Dinger Debuffs komplett drauf macht und Echidna macht mehr Schaden, je mehr Debuffs der Gegner hat. Und dadurch ist Echidna wieder so hoch in PvP-Meter gesprungen. Und die kann man derzeit sogar noch sehen. Die kann man derzeit sogar noch sehen, was ich sehr cool finde. Und deswegen einfach der Grund, dass ReZero Rerun einfach oben ist auf geisteskrank, weil es wirklich einfach der beste, also der beste Collab mit Slime Rerun ist. Muss man einfach sagen. Also finde ich auch, meiner Meinung nach kann man keine andere Meinung haben, weil irgendwer sagt, ReZero oder Slime auf die gleiche oder runter zu bringen als irgendwas anderes hier, sehr, sehr eine große Lüge. Sehr eine große Lüge. Weil es macht keinen Sinn. Die beiden haben viel mehr Value reingebracht als jeder andere Collab, den es gab. Man kann sich darüber streiten, ob vielleicht hier der erste ReZero Collab, weil der war auch sehr solide. Wie heißt die? Emilia war auch sehr stark. Aber mehr würde ich da gar nicht machen. Mehr würde ich da gar nicht machen. Und jetzt sind wir sogar schon am Ende angekommen. Wir haben noch zwei Collabs übrig. Und ich muss sagen, ich gebe Mushoku Tensei einen in Ordnung. Story war gar nicht, weil wir hatten keine Story. Aber, ne, ich bin, glaube ich, am Überlegen. Ne, Mushoku Tensei ist Trash. Der Free-Charakter, den wir bekommen haben, Eris, nicht gut. Den kannst du nur mit Rudeus spielen. Wenn du Rudeus nicht hast, gut, wenn du ihr Relic hast. Und wenn du aber ihr Relic hast, aber Rudeus nicht hast, kannst du ihr Relic wegwerfen. Ihr Relic ist useless, weil sie macht mehr Damage, je mehr Punkte Rudeus hat. Also wirklich, wie kommen die auf sowas? Macht gar keinen Sinn, so ein Holy Relic zu bauen. Hier, Rudeus ist sehr stark noch kannst du spielen eigentlich mit Transcendent Bann und Ella. Escanor kannst du eigentlich machen, ja. Gillian ist sehr stark abgefallen nach einem Monat, nach 2 Monaten. Ich würde sogar sagen nach einem Monat, weil es sind ja erst 4 Monate sogar draußen eine Collab. Ich glaube, ein Monat, eineinhalb Monate, sagen wir 1,5 Monate. Und Roxy ist zwar mein Lieblingscharakter aus Mushoku Tensei, aber kannst du komplett vergessen. Kannst du komplett vergessen. Wirklich Rudeus und Gillian die besten aus diesem Collab. Aber der Collab hat keine Story reingebracht mit Events. Und deswegen, aus diesem Grund, ist er in dem Trash-Tier. Und der nächste und der letzte Collab, der Attack on Titan Rerun, in dem wir gerade zur Zeit sogar noch sind. Ich muss einfach sagen, ich mag Attack on Titan, ich liebe Attack on Titan. Also wirklich einer meiner Top 10 Lieblingsanimes. Aber, ich habe vorhin erwähnt, wenn der Collab Trash ist, auch wenn es mein Lieblingsanime ist, muss ich das sagen. Und ich finde, der ist schon ziemlich trash. Der Rerun von Attack on Titan ist schon ziemlich trash. Manche könnten sogar sagen, er ist ganz unten im Tier, aber ich würde ihm sogar nur einen Trash geben, weil vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht kommt Chaos Affe und dann bufft er Eren und Levi komplett hoch. Wahrscheinlich eher Levi, weil Eren mit Erm noch mit Dire Giants funktioniert und sowas. Aber was sie da sich geleistet haben, neuer Eren, neuer Levi in Ordnung. Ich hätte mir gewünscht, neuer Eren, genau den die sie gemacht haben, und neuer oder komplett ein Armin. Levi hatten wir schon, mach doch einfach Armin. Armin haben wir noch nicht, kann sich in Colossal Titan verwandeln und sowas. Deswegen hätten die meiner Meinung nach so machen müssen. Haben die nicht gemacht, die haben wieder einen Levi recycelt, weil Levi sich besser verkaufen würde. Natürlich, klar, Levi ist auch einer der Fan-Favorites. Ist halt einfach so, muss man sagen. Aber dann, was sie aus diesen Charakteren gemacht haben, schwach, sehr schwach. Levi funktioniert ein bisschen gegen den Demon King, aber auch nicht krass. Und Eren funktioniert kaum. Eren funktioniert legit kaum. Beide richtige Mid-Units, die Holy Relics, die wir bekommen haben, also geisteskrank mit. Mikasas Holy Relic wäre so krank, wenn es überall funktionieren würde. Überall. Aber leider nicht. Leider nicht. Ich hätte, wenn Mikasas Relic funktionieren würde und Levi ein bisschen besser gewesen oder Eren ein bisschen besser gewesen wäre, den Collab schon in Ordnung reingepackt. Aber einfach aus diesem Grund, dass Mikasas Holy Relic nicht im PvP funktioniert oder allgemein nicht überall funktioniert. Nicht mal Demonic Beast, das ist das Kranke. Und dass der Eren so schwach ist. Und der Lieber natürlich auch, die sind nicht mehr Meta, also die sind nicht mehr auf diesem aktuellen Stand von der Stärke her. Das macht keinen Sinn, dass sie so schwach gemacht haben. Deswegen kommt es in den Trash-Tier. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Und ein Mitgrund ist natürlich auch, dass einfach der Titan-Raid komplett recycelt wurde. Und die andere Story wurde komplett recycelt. Die Main-Story wurde komplett recycelt. Diese andere Titan-Story wurde komplett recycelt. Es gibt nichts Neues. Es gibt legit nichts Neues. Es ist so dumm, dass sie nichts Neues reingebracht haben. Die hätten einen anderen Colossal Titan Raid machen können. Die hätten ein Dinger. Die hätten ein Armor Titan Raid machen können. Oder ein Fountain Titan machen können oder sowas. Raid.
Aber nein, die haben nichts davon gemacht. Die haben wirklich alles nur recycelt, was sie im ersten Collab gemacht haben und das wieder reingebracht. Und das kannst du halt einfach nicht machen. Weil da war es geil, wir haben noch nie sowas gesehen. Aber dann, da nochmal, nach 4 Jahren, das gleiche recycelt, ist trash, ist trash. Keiner freut sich dann, keiner freut sich dran. Das ist jetzt hier meine Collab-Tierliste. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr hier dazu sagen würdet. Also schreibt mir erstmal in die Kommentare, was ihr zu meiner Liste sagen würdet, ob die valid ist oder nicht. Also wie gesagt, meine Meinung, die ist eigentlich valid. Und schreibt mir in die Kommentare oder wie gesagt, schickt mir ein Bild auf Twitter oder markiert mich auf Twitter, wie ihr das, Dinger, wie ihr es jetzt sieht, wie ihr das gerankt hättet. Folgt mir auf Twitter, um natürlich mir Sachen zu schicken. Ich zeig's euch hier unten, genau. Hier, Yosenpai mit 2 R, 2 I. Und ja, das war's.